Am späten Dienstagabend begann die israelische Armee mit dem Abzug aus Jenin, wo rund 50.000 Menschen leben. Ein Drittel davon in einem Flüchtlingslager, das die Armee wie ganz Jenin als Rückzugsgebiet für palästinensische Terroristen betrachtet. Als erste Soldaten und Soldatinnen die Stadt verließen, kam es palästinensischen Berichten zufolge zu heftigen Feuergefechten zwischen der Armee und bewaffneten Bewohnern sowie zu mehreren Explosionen. Laut Militär wurde ein Soldat im Kampf getötet. Israels Armee war Montag nach flankierenden Luftangriffen mit rund 1000 Soldaten und Soldatinnen in Jenin eingerückt. Es war der größte Militäreinsatz im besetzten Westjordanland seit 2 Jahrzehnten. Es wurden mindestens 12 Palästinenser getötet und mehr als 100 verletzt. Ziel der Operation Heim und Garten war laut Israels Armee, terroristische Infrastruktur in der Hochburg militanter Islamisten zu zerschlagen. Unterdessen kehrten am Mittwoch die Bewohnerinnen und Bewohner in ihre Häuser und Wohnungen zurück. In der Nacht auf Mittwoch gab es in Israel allerdings Raketenalarm. Aus dem Gazastreifen seien 5 Geschosse auf das israelische Grenzgebiet abgefeuert worden, teilte das Militär mit. Alle seien abgefangen worden. In der Region waren mehrere Explosionen zu hören, ausgelöst vermutlich durch das Raketenabwehrsystem Iron Dome. Kurz darauf flogen israelische Kampfjets Luftangriffe auf den Gazastreifen, bei denen nach Armeeangaben eine unterirdische Waffenproduktionsstätte und eine Raketenfertigung der Hamas getroffen wurde. Erst am Dienstag verletzte ein palästinensischer Angreifer bei einem Anschlag in Tel Aviv mindestens 7 Menschen. Er war an einer Bushaltestelle in einer Fußgängergruppe gerast und hatte anschließend auf sie eingestochen. Die Hamas sprach nach der Attacke von einer ersten Reaktion auf die Geschehnisse in Jenin. Laut Hamas war der Angreifer ein Mitglied der Palästinenserorganisation.